Boss ist nach Florenz zurückgekehrt. Die Location für den außergewöhnlichen Fashion-Event liegt im Garten einer toskanischen Villa, wenige Minuten vom Stadtkern entfernt. 35 internationale Models hatte Boss einfliegen lassen. Ja, also das erste Jahr habe ich halt hauptsächlich in Deutschland was gemacht. Und dann war ich letzten Sommer in New York und dann habe ich keine Kleinheit bekommen. Und jetzt bin ich halt, wenn es mal am Wochenende ist oder auch in der Schulzeit manchmal, das ist halt erst in der Schulzeit. Manches muss halt schon sein während der Schulzeit, aber ich freue mich, wird alles gut. In Florenz zeigt die junge Linie von Boss, Boss Orange, die neue Frühjahr-Sommer-Kollektion 2009. Mehr als 1.100 nationale und internationale Gäste und VIPs waren angereist. Ich finde sowas ja toll, weil ich mache sowas viel zu selten und denke mir immer irgendwie so, wann gehe ich schon mal zu einer Modenschau erstens, zweitens ist das wirklich eher ganz selten und drittens denke ich mir irgendwie so, geil, mal eine Modenschau wirklich auch 18 Minuten lang konzentriert hier, ist wirklich was Schönes. Finde ich auch gut als Mann, wo man sagt, gut, ich bekenne mich dazu, ich kicke einfach gerne mal zu. Ab und zu gehe ich zu Plätzen wie diesen hier und ich liebe es. Ich sehe aufregende Dinge. Aber ich bin nicht wirklich involviert in das Modebusiness. Ich kann dazu nicht viel sagen. Davon verstehe ich nichts. Ich gehe gerne zu diesen Schauen. Da ist viel Energie und viel Geld wird für Kreativität ausgegeben. Der Ort ist perfekt, die Sachen sind sehr schön, die Preise sind nicht zu hoch, die Schnitte sind gut, sie machen gute Mode. Die kreative Handschrift stammt von dem Italiener Andrea Cannelloni. Dies ist der perfekte Platz im Sommer für die Gäste, die kommen, um sich an dem Panorama, an der Villa und der Magie dieses Ortes zu erfreuen. Denn dies ist ein sehr magischer Ort. Denn als ich ein Foto gesehen habe, habe ich gesagt, das ist der richtige Ort, da müssen wir hin. So fingen wir an diesem schönen, romantischen Ort in Florenz, denn wir reisen von einem Kontinent in den nächsten, mit vielen Effekten, wie man sehen wird. Und das ist genau das, was die Kollektion auch ist. Es ist ein Modetrip. Erzählt wird die Geschichte einer Afrika-Reise. Für uns ist die Kollektion der Ablauf eines Filmes, sicher eines kurzen Filmes, aber eines Films. So wird immer eine Geschichte, die Idee der Kollektion gezeigt und interpretiert, die Geschichte mit den Schauspielern gezeigt. Und natürlich bin ich aufgeregt, wenn man bedenkt, da sind 1.100 Leute, die warten, was du gemacht hast. Und du musst in 15 Minuten alles hineinpacken, was du erdacht hast, was das Team, unser Team, kreiert hat, wofür wir 4 Monate gearbeitet haben, für den Moment. Da kann ich nicht so unsensibel sein. It's like, you know, show all the effort that you were working for 6 months or 4 months. You know, it's the momentum and therefore I cannot be so unsensible to not feel it. Thank you.
Der französische DJ Ariel Wiesmann war für die gute Stimmung nach der Show zuständig.